So, liebe Leute, weiter geht's in unserem Tutorial. Heute im Wesentlichen geht es um den Anschluss oder um unsere PS-Zwischenstellen, damit wir erstmal endlich eine Tastatur anschließen können, beziehungsweise eine Maus. Und wir werden das Video-Interface am Propeller-Chip bestücken. Damit sind wir dann natürlich so weit, dass wir das auf der einen Seite natürlich der Bellatrix-Chip komplett mit allen Funktionen versehen ist. Und auf der anderen Seite machen wir diesen Bellatrix-Chip dann zu einem kleinen minimalistischen Computer. Ja, wir haben ja dadurch erstmal nativ eine Möglichkeit, eine Tastatur anzuschließen, also eine Eingabemöglichkeit, und haben eine Möglichkeit, über VGA-Schnittstelle oder über das Video-Interface was auszugeben auf irgendeinem Bildschirm. Und wir können ein Programm übertragen und speichern auf unserem Flash. Ja, wir haben zwar noch keine SD-Karte oder ähnliches, aber das genügt an sich schon, um meinetwegen einen kleinen Basic-Interpreter zu speichern und das wie einen kleinen Homecomputer zu verwenden. Ja? Okay, legen wir los. Ich werde mich heute gar nicht so sehr viel mit der Löterei aufhalten. Wir gucken kurz den Schaltplan und dann geht es weiter. Interessanter wird es dann bei den Programmbeispielen. Ja? Alles klar? Was haben wir heute an Bauteilen, beziehungsweise worum geht es in der Schaltung? Wir gucken nochmal aufs Schaltungsblatt Nummer 2. Es geht im Wesentlichen um die PS2-Schnittstellen und um das Video-Interface. Ne? PS2-Schnittstelle dürfte wahrscheinlich einigen bekannt sein. Ist ja eine serielle Übertragung, eine bit-serielle Übertragung, eine synchrone Übertragung, ja, weil ja ein Takt geliefert wird. Maßgeblich hat man zwei Leitungen, eine Datenleitung und eine Clockleitung. Und was interessant ist, diese Geräte selber, also die Tastatur oder Maus, liefern in dem Falle immer den Takt. Ja, also getaktet wird immer durch das Eingabegerät und dann werden Daten auf der Datenleitung bit-seriell übertragen. Und das allerdings durchaus bidirektional. Also in den meisten Fällen sind es natürlich Daten, die von der Tastatur zum Rechner verlaufen, aber man hat durchaus auch die Möglichkeit, Daten zur Tastatur zu übertragen, zum Beispiel um die LEDs, Caps Lock oder ähnliches, ein- und auszuschalten. Ja. So, und dafür haben wir an der entsprechenden PS2-Buchse haben wir 4 Widerstände jeweils. Ne? Da die Geräte, die Endgeräte, also Tastatur und Maus in dem Falle, mit 5 Volt betrieben werden, ja, wenn man das hier verfolgt, kommen wir hier zu VCC, das sind 5 Volt, haben wir natürlich ein Problem, da wir ja unsere Bausteine, unsere Propellerchips mit 3,3 Volt laufen, aber das ist an sich auch wiederum kein Problem, denn die Ausgänge von Tastatur und Maus sind Open-Collector-Ausgänge. Ja, und dann haben wir hier entsprechend 2 Pull-Up-Widerstände, die dann zu 3,3 Volt gehen und die Pegelanpassung dann ganz automatisch durchführen. Zusätzlich haben wir dann, das sind jeweils 10 Kilo-Ohm-Widerstände, zusätzlich haben wir dann jeweils 100 Ohm-Widerstände in Reihe. Das sind eigentlich mehr oder weniger wahrscheinlich Schutzwiderstände, ja, weil unser Treiber, der im Propellerchip läuft und mit den Geräten, zum Beispiel mit der Tastatur, spricht. Unser Treiber ist ja blanke Software. Ja, und die Software kann ja durchaus auch Fehler haben oder eine andere COG kann irgendwie amok laufen und an zum Beispiel dem Datenbit irgendwas ausgeben, obwohl gleichzeitig von der Tastatur was gesendet wird. Und dann arbeiten die Ausgangstreiber natürlich in irgendeiner Weise gegeneinander, schließen sich kurz. Ja. Und damit, weil man, da man nicht weiß, wie potent sind denn jetzt die Ausgänge, zum Beispiel bei einer Tastatur, sind hier einfach 100 Ohm Widerstände in Reihe geschaltet, dann kann da nichts passieren. Dann ist zwar wahrscheinlich die Datenübertragung in dem Moment gestört, aber es wird nichts beschädigt. Ja? So, das Ganze haben wir zweimal für Maus und Keyboard. Und dann haben wir dazu noch unser Video-Interface. Dort wird mit 3 Widerständen dann unser Videosignal zusammengemischt. Natürlich in einer ganz anderen Art und Weise, als das bei dem VGA-Signal stattfindet. Ja, wir haben dort zwar auch im Prinzip den gleichen Aufbau, wir haben Bildschirmzeilen, wir haben Zeilen-Synchronimpulse und wir haben Bild-Synchronimpulse, aber die Werte für die Farben oder Helligkeitswerte werden nicht einfach über analog
Spannungswerte geliefert, sondern dort spielen noch Pulsbreiten und Phasenlagen und sowas eine Rolle. Das mischt aber der Propellerchip intern alles selber zusammen an diesen drei Ausgängen. Und ja, okay, was haben wir für Bauteile? Ist nicht viel diesmal. Ja, wir haben unsere beiden Buchsen. Ich werde mir mal Mühe geben, die auch richtig zu bestücken. Bei meinem anderen Board, was ich hier habe, habe ich es ja zum Beispiel falsch gemacht. Ja, also das hat mich nachher sehr geärgert. Grün wäre in dem Falle Maus. Ja, also gehen wir hier hin und Tastatur ist violett. Das sind so die standardisierten Farben von den Steckern. Ich habe sie genau falsch bestückt. Ja, also wir werden es aber jetzt richtig machen bei dem neuen Board. Man kann natürlich auch einfach schwarze Buchsen nehmen. Ja. Und es ist ja durchaus möglich, man muss ja nicht unbedingt eine Tastatur oder eine Maus anschließen. Man kann ja statt der Maus zum Beispiel auch irgendwas anderes anschließen, mit dem man reden möchte. Zum Beispiel könnte man sogar einen Joystick dort anschließen. Muss man bloß passende Treiber dann schreiben. Ne? Aber ich habe extra Farbi-Buchsen bestellt, all die derweil, das natürlich wesentlich schöner ist. Dann haben wir hier noch eine Cinch-Buchse für unseren Videoausgang. Schöne goldene, vergildete und dann eine ganzen Haufen an Widerständen. Wie gesagt, zum Löten erzähle ich jetzt nicht mehr allzu viel. Das machen wir jetzt einfach. Da haben wir genug drüber geredet und dann geht es weiter mit dem Testprogramm. Alles klar, bis gleich. Zu unseren Tests. Wir wollen ja schauen, ob unsere PSO-Schnittstellen und die Videoschnittstelle funktioniert. Ich habe hier mehrere Sachen vorbereitet. Ja, es sind insgesamt 8 kleine Programmchen zum Testen und zum Experimentieren.
musste mich da ein bisschen bremsen. Wir wollten es ja auch nicht zu sehr ausufern lassen. Aber es ist halt so, dass man jetzt schon eine ganze Menge machen kann. Ja? Gut, fangen wir an. Am besten mit der PS2-Schnittstelle. Da habe ich einen Test für Tastatur und Maus. Und ich habe diesen Test bewusst noch auf VGA laufen lassen, weil ja nicht jeder sofort so einen kleinen Videomonitor zur Verfügung hat. Muss man ja auch nicht unbedingt haben. Also der Hive läuft ja auch komplett unter VGA. Es gehen dann halt ein paar kleine Games nicht oder sowas. Ja. Aber er läuft erstmal, das Trios läuft unter VGA und das Basic läuft unter VGA und Plexus. Und insofern möchte man natürlich in dem Zustand, wenn man jetzt noch nicht so einen Monitor hat, so einen kleinen, dort ja auch die Schnittstelle testen. Ja. Ja, das, was habe ich angeschlossen? Ich habe jetzt angeschlossen, hier läuft unser Board. Ne? Wie man sieht am Blinken der LED ist jetzt aktuell noch Prop Disable aktiv in Bellatrix. Ich habe dann angeschlossen eine Maus, ja, die liegt noch hier drüben. Nehmen wir nachher dann rüber, ein kleines Keyboard. Ja, über Cinch meinen Rückfahrmonitor. Das ist so ein kleiner Videomonitor, der macht PAL und NTSC. Kostenpunkt ca. 30 bis 50 Euro, je nachdem, wo man sowas herkriegt. Ist nicht sofort anschlussfertig, muss ich dazu sagen. Also es ist ja für einen Kfz-Einbau gedacht. In der Regel sind dann an der Rückfront hängen dann ein paar Kabel raus, wo man dann die 12 Volt Bordspannung anschließt und dann die Videosignale in irgendeiner Weise abgreifen kann. Ich habe es dann auch so gemacht, ich habe einfach den Deckel abgeschraubt und dann wirklich so ein kleines Cinch-Kabel angebaut und passende Buchsen und Stecker, so dass ich es gleich am Hive in die Stromversorgung mit einschleifen kann. Ja? Also da ist ein bisschen Bastelaufwand nötig. Man kann natürlich für den Videoausgang auch einen ganz normalen Fernseher nehmen. Ja? Wenn man sich so einen, einige Fernseher haben ja einen Cinch-Eingang. Ja, wenn er es nicht hat, kann man es auch am SCART-Eingang anschließen, wenn man so einen kleinen Adapter hat. Ja, das ist ein SCART-Adapter und gibt es einen Schalter Input-Output, muss man dann passend einstellen auf Input. Und der gelbe Eingang ist in der Regel dann Video. Ja, damit geht es auch. Wenn, ich sage es gleich, weil es mir gerade einfällt, wenn bei diesen Videogeschichten in irgendeiner Weise was nur schwarz-weiß ist, dann liegt es in der Regel daran, dass das Signal, was der Hive liefert, nicht zu dem vom Format her nicht zu dem Videogerät passt. Das heißt, wenn meinetwegen das Programm auf dem Hive in PAL läuft und der Fernseher, der versteht kein PAL, sondern nur NTSC, dann kommt es in Schwarz-Weiß. Andersrum genauso. Ja, wenn ich irgendein Game habe aus dem amerikanischen Sektor, und das ist in NTSC, gibt das sein Video aus und der Fernseher versteht nur PAL, dann nur Schwarz-Weiß in Gauss-Stufen. Ja, das ist nicht riesig schlimm, man kann diese Programme relativ einfach anpassen. Das sind nur ein paar Bits, die man irgendwo im Programmcode dort setzt, damit er statt PAL dann NTSC ausgibt. Und manchmal muss noch ein bisschen im Timing was geändert werden, ja, weil wir ja zwischen Differenz haben von 10 Hertz bei der Wechselfrequenz zwischen PAL und NTSC. Jo, also die drei Sachen habe ich jetzt angeschlossen. Wir fangen jetzt an. Und natürlich ein VGA-Monitor. Klar, da verwenden wir ja jetzt auch den Code vom vorigen Test, um dort ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Fangen wir mit der Tastatur an. Diese Tests für Tastatur, Maus und Videogrundfunktion sind natürlich ganz einfach gehalten wieder. Ja. Damit man gleich sieht, wie das programmiert wird und man ein bisschen drauf aufbauen kann. Ja. Wir finden hier im Verzeichnis ein Startprogramm, Start VGA Tastatur und drei Objekte, die dort eingebunden sind. Einmal unser VGA und VGA Text. Das kennen wir eigentlich schon aus dem letzten Test, wo wir die VGA Schnittstelle in die Gänge gebracht haben. Das ist dieses VGA Text Display. Ja. Und dann haben wir hier ein Keyboard Objekt. Das ist schon ein angepasstes. Das ist nicht das von Parallax, sondern das ist ein Keyboard Objekt für eine deutsche Tastatur. Das heißt, da funktionieren auch wirklich die deutschen Umlaute und die ganzen Sonderzeichen.
Beim VGA-Objekt handelt sich nach wie vor um das Objekt mit der geringen Auflösung, weil man es hier einfach besser abfilmen kann. Ja. Nachher fürs Trios verwenden wir natürlich eine viel höhere Textauflösung und dann wird das interessanter. Gut, laden wir es mal rein. Tastatur haben wir angeschlossen. So, was haben wir hier? Hier ist wirklich nicht allzu viel drin. Wir haben ein paar alte Bekannte, wie unsere Definition für unseren VGA-Pin. Dazu neu Clock-Pin und Dat-Pin, eine Definition. Was ist es? Genau, das sind unsere Ports, an welche unsere Tastatur angeschlossen ist. Wir erinnern uns, wir haben ja diese tolle Tabelle und können da jetzt schauen, wo an oder auf dem Schaltplan, da kriegt man es ja auch raus, wo ist unser Keyboard Clock und Dat, beziehungsweise nachher dann Maus und Maus Clock und Maus Dat angeschlossen. Das ist bei uns halt Port 16 und 17. Ja. Und wir binden hier diese zwei Objekte ein. Einmal unser VGA-Textobjekt, das kennen wir schon, und jetzt unser Keyboard-Objekt. Ja. Hier wird es dann gestartet. Ja. Unser VGA-Objekt mit dem Parameter, ab welchem Port er 8 Pins verbrauchen kann für unser VGA-Signal. Und dann unsere Tastatur mit der Definition, an welchem Port sich der Datenport befindet und der Clockport. Ja. So, und dann geben wir was aus per String und dann haben wir eine Endlosschleife, wo wir einfach mit Keyboard Get Key uns einen Wert von der Tastatur holen und diesen mit Text Out einfach ausgeben. Das ist also ein ganz, ganz primitives Beispiel, ein ganz primitives Programmchen. Aber damit können wir jetzt einfach mal testen, ob unsere Tastatur läuft, ob wir alles richtig zusammengelötet haben. Ich schiebe es mal mit F10 rüber. Und wir sehen, dass unser VGA-Monitor sich meldet mit unserer Textausschrift. Ja, und ich gebe einfach mal was ein hier. Man sieht, jedes Zeichen wird empfangen und sofort wieder zurückgesandt zum Bildschirm. Ja, und wir können hier Dinge eintippen. Wir haben jetzt noch keinen Cursor und ähnliches. Ja, das kommt in den nächsten Schritten. Da kann man auch einiges machen, aber jetzt erstmal zum Testen ist das okay für die Tastatur. Ne? Also es geht Klein- und Großschrift. Ja. Wir können mit die ganzen Ziffern gehen, die ganzen Sonderzeichen gehen natürlich. Ja. Es gehen die Umlaute. Ja. Und auch so Sonderzeichen wie Add- und Euro-Zeichen. Ja. Funktionieren. Also okay, PS2-Schnittstelle für Tastatur funktioniert. Ja, mehr ist es nicht bei diesem Demo. Mehr muss es auch nicht sein. Ja, es kann ja jeder jetzt ein bisschen experimentieren, sich selber hier einen Cursor reinbasteln oder sowas. Ja, oder auf der Basis schon einen kleinen Monitor sich zusammenbasteln, der ein paar Kommandos abarbeiten kann und so weiter und so fort. Ja. Gibt es auch ein Tutorial dazu? Erzähle ich nachher nochmal was dazu. Okay, das war unser Tastaturtest. Kommen wir zu unserer Maus. Laden wir mal. Ich schiebe mal die Tastatur ein bisschen zur Seite und hole mir mal die Maus rüber. So, das ist also eine stinknormale optische Maus. Da ist nichts weiter dran. So, Start VGA Maus. Da haben wir dasselbe jetzt in grün. Ja, wir haben jetzt Clock Pin und Dat Pin. Vorne hatten wir 16 und 17 und jetzt haben wir 18 und 19 bei unserer Maus da dran. Ja, und wir starten statt ein Keyboard-Objekt ein Mausobjekt. Ja, in derselben Art und Weise. Ja, wir können mal, ich kompiliere es mal, damit wir hier mal rüber wechseln können, das Objekt. Da sind jetzt so ein paar, ich gehe mal in den Übersichtsmodus, ich hoffe, man sieht das hier so ein bisschen. Sind ein paar Befehle mehr drin, halt unsere Start- und Stopp-Routinen, um eine Cog mit diesem Treiber zu starten. Ja, und dann haben wir hier zum Beispiel Buttons, damit können wir mit der Funktion, Public-Funktion, können wir die Tasten abfragen. Absolut X, Y, Z. Klar, X und Y-Koordinaten, Z ist das Mausrad. Ja, also das wird auch entsprechend abgefragt. Und genau das machen wir hier in dem Hauptprogramm. Wir fragen hier einfach X, Y und Z ab.
geben das als Dezimalwert auf dem Bildschirm aus, getrennt durch einen Doppelpunkt, und geben dann noch den Dezimalwert aus von dem Wert, welcher das gedrückte Button enthält. Ja, das starten wir jetzt einfach mal. Und das läuft hier in der Endlosschleife so lang hin. Ja, schiebe ich mal rüber. So, und wir sehen, dass hier unser Programmchen läuft. Wenn ich an der Maus wackle, sehen wir, wie sich die X- und Y-Werte verändern. Ich drehe mal am Mausrad. Da sehen wir, also das ist ja X, das ist Y, das ist Z, unser Mausrad. Ja, verändert sich hier auch im negativen Bereich. Ja. Und ich drücke mal eine Taste, erstmal die linke. Man sieht das hier an dem hinteren Wert. Jetzt ist dort ein 1, rechte Taste ist 2, beide Tasten gedrückt ist 3. Das sind wahrscheinlich echt die Bit-Positionen. Und ich drücke mal das Mausrad, da ist ja auch eine Taste drunter, das ist dann 4. Ja. Also Maus funktioniert, kann man was mitmachen. Wer Spaß dran hat, kann jetzt hier irgendwo ein ASCII-Zeichenprogramm programmieren oder ähnliche Spucke-Sachen. Ich weiß es nicht. Kann man sich schaffen. Also so einfach ist es, das abzufragen. Ja, nochmal zum Quelltext. Es ist natürlich, manch einer wird jetzt sagen, ja Mensch, ist das nicht Verschwendung, jetzt so einen 32-Bit-Core zu nehmen und den hier nur eine Maus abfragen zu lassen? Ja, ist es natürlich. Aber es ist natürlich, wenn die Cores da sind, kann man sie auch verwenden. Wenn es mal eng wird in so einem Chip, wenn man jetzt andere Projekte hat, gibt es natürlich auch Kombi-Objekte. Es gibt ein Kombi-Tastatur-Maus-Objekt, da macht ein Core dann beides, Tastatur und Maus. Wenn wir jetzt beides laden würden, wären es jetzt zwei Cores. Einer für die Maus, einer für die Tastatur. Kann man auch zusammenfassen. Und ich denke mal, PS2 ist so langsam, dass man, wenn man das selber programmiert, sicherlich ein Core beschäftigen kann mit Tastatur, Maus, Echtzeituhr, Cursor blinken und was weiß ich nicht noch alles, Kaffee kochen. Ja? Also da kann man müsste es dann selber machen, aber da man diese Kombination nicht so richtig vorhersehen kann, gibt es jetzt erstmal nur diese einzelnen Cores bzw. Maus-Tastatur-Kombi-Core-Objekt. Ja? Und den Rest muss man sich dann selber machen. Ne? So. Also unsere Schnittstellen funktionieren. Das ist ja erstmal wunderbar. Haben wir uns nicht verlötet, haben wir hier auch nichts irgendwie falsch bestückt bezüglich der Bauteile. Ne? Gucken wir mal, was wir noch haben. Mir fällt jetzt hier nämlich gar nichts weiter ein. Ist auch nicht wirklich viel dran. Man sieht, das ist sehr, sehr einfach zu programmieren. Ja, so eine Geschichte. Und ist mal so ein kleines Beispiel, wie es geht mit Tastatur und mit Maus. Es gibt dort auch noch eine Sammlung, die nennt sich Toolbox 1. Die wird nachher interessant, wenn dann das Trios nachher läuft, wenn der Hive dann läuft. Da sind auch lauter ganz viele so eine kleinen Beispielcodes drin, wo dann mit der Maus was gemacht wird und zum Beispiel gleich auf dem Grafikschirm irgendwas, ein Objekt verschoben wird. Ja, und da kann man sich das angucken. Das sind so ganz kleine Beispielcodes. Und wer dort anfängt zu programmieren, der holt sich diese Toolbox dann nachher und guckt sich das an. Und das ist wirklich sehr einfach gehalten, dass man das irgendwo einbauen kann in eigene Programme und darauf irgendwo aufbaut. Ja. So, was haben wir noch? Jetzt kommen wir zu unserer TV-Schnittstelle. Und da habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe hier ein Hallo, TV-Text Hallo und ein TV-Text-Zeichensatz. Das ist natürlich genauso, wie wir das hatten bei unserem VGA-Test. Da hatten wir ja auch ein Hallo und einen Zeichensatz. Ja? Und ich habe das bewusst auch so gemacht, weil diese Objekte sich sehr ähneln. Egal, ob das jetzt TV ist oder VGA. Ja? Und wir gucken jetzt einfach mal rein. Hallo ist natürlich ganz einfach nur ein Hallo World. Hier haben wir unser TV-Objekt, welches quasi die TV-Grafik, Videografikkarte realisiert. Und wir sehen, dass das Demo sieht auch wirklich genauso aus. Ja? Wir haben hier unser Objekt eingebunden und geben dann unseren String aus. Ich schiebe es einfach mal rüber. Da passiert jetzt nicht wirklich viel. Ja? Und wenn man in dieses Objekt reinschaut, wir sehen jetzt hier, haben wir unser Hallo World. Ja? Wenn man jetzt hier reinschaut, es ist wirklich ähnlich aufgebaut wie... Nö, das brauchen wir uns natürlich jetzt mal nicht. Was falsches Objekt. Hier wollten wir rein. TV-Text. Wir haben hier unsere Start- und Stopp-Routine, genau wie bei dem VGA-Dingens.
Ja, wir haben eine String-Ausgabe, eine Dezimalausgabe, Hex, Bin, eine Einzelzeichenausgabe. Wir können auch die Farbe setzen. Ja. Also es ist analog zu dem VGA. Man kann es fast eins zu eins austauschen. Egal, dem Programm ist dann egal, ob das ein VGA-Bildschirm ist oder ein Videoausgang im TV oder vielleicht sogar eine serielle Schnittstelle. Ja, dieses Terminal, die Terminal-Schnittstelle sah ja fast genauso aus und dann kann man das fast eins zu eins austauschen. Ja. So, das dazu. Ich habe jetzt hier noch dieses kleine Demo mit dem Zeichensatz. Kann man einfach, um es zu vergleichen mit der VGA-Geschichte, ist fast genauso aufgebaut. Ja, wir geben halt hier dann in einer Schleife von 0 bis FFHexa unsere Zeichen aus, ich schiebe es rüber und dann haben wir unseren Zeichensatz, den wir hier eingebaut haben. Den wir ja vorhin schon gesehen haben, unter VGA, sieht man jetzt hier auf dem Videomodus. Im Videomodus, ja. Ja, das ist also nichts Weltbewegendes, kennen wir an sich schon von VGA, jetzt hier analog zum Video, Format. Ne? Ist jetzt alles noch im Textmodus. Die nächsten Demos, die wir jetzt hier haben, sind zwei Demos, die mit dem Graphics-Objekt arbeiten. Wir hatten ja das Graphics-Objekt schon beim VGA-Test. Wir erinnern uns, dieser Test, ich weiß gar nicht, wie hieß er. Gucken wir nochmal rein. Das war der Test. VGA Teil 3 war, möchte ich sagen. Ja, wir gucken nochmal rein. Ich schiebe es nochmal schnell rüber, wie das aussah. Genau, das meine ich. Wir haben hier unseren Textbildschirm und hier in diesem kleinen Bereich läuft unser Graphics-Objekt. Ja? Und eben dieses Graphics-Objekt verwenden wir jetzt wieder im TV-Modus. Dem ist erstmal egal, ob das VGA ist oder Video. Das Graphics-Objekt kann halt Pixel-Grafiken so vektororientiert in einem bestimmten teilbasierten Speicherbereich schreiben und wie die Grafikkarte das darstellt, ob es die Grafikkarte das jetzt auf VGA darstellt oder auf Video, das ist dem Graphics-Objekt egal. Ne? Wir machen dasselbe mal oder ein ähnliches mit diesem TV-Modus. Ich lade das mal hier, Graphics-Demo, Start. Dort ist es allerdings jetzt nicht gemischt mit Text, sondern es läuft blank für sich selbst das Grafikdemo. Ja? Ja. Das ist auch ein bisschen komplexer, wenn man hier danach reinschaut. Es ist das Original-Demo von Parallax, was auch mit dem Demo-Board und ähnlichen Sachen mitgeliefert wird, hier angepasst an den Hive. Ja? Fragt im Übrigen, wenn wir hier reinschauen, ist eingebunden, klar, unsere TV-Grafikkarte, das Objekt, Sub-TV, dann das Graphics-Objekt. Und unser Mausobjekt. Wieso Maus, fragen wir uns. Ganz einfach, ich wackle mal an der Maus. Wahrhaftig, ich kann hier so ein Objekt einfach mit der Maus steuern. Ja. Und ich kann auch, wenn ich hier, ich glaube, konnte man, ach so, mit linker Taste kann ich das Programm dann wieder abbrechen, was ich jetzt natürlich eigentlich nicht wollte. Schieben wir es nochmal rüber. Ist eine nette kleine Spielerei. Zeigt einfach mal, was so möglich ist. Ja. Ja, und dass das halt relativ kompatibel ist zwischen VGA und Video. Ist jetzt nicht so unbedingt was für einen Einsteiger, ja, weil doch ein bisschen mehr Quelltext hier dran hängt. Aber Grundlage zum Experimentieren. Ne? Auch mit dem Graphics-Objekt arbeitet dieses TV-Graphics-Palette, das ebenfalls von Parallax ein angepasster Originalcode. Letztendlich, was heißt angepasst? Man passt, wir müssen hier auf unserem Hive eigentlich nur die Pinbelegung anpassen. Ja, die sind halt auf dem Demo-Board, wofür dieses Demo ja gedacht ist oder diese Demos. Da sind einfach die VGA-Schnittstelle und die Videoschnittstelle an anderen Pins dran. Und wir müssen in dem Quelltext jetzt, habe ich einfach angepasst, an welchen Pins hängt denn jetzt meine Schnittstelle hier am Hive. Schieben wir es mal rüber, damit wir sehen, worüber wir reden.
was haben wir alles für Objekte drin? Gucken wir mal, ebenfalls unsere TV-Grafikkarte. Wir haben ein Graphics-Objekt und wieder unsere Maus. Warum Maus? Ich wackle mal, man sieht, wir haben hier einen Mauszeiger. Ja. Und wir können jetzt mit der Maus hier über eine bestimmte Farbe fahren, so also ein Farbpunkt, und er zeigt uns hier unten den Farbwert an. Ja, der intern verwendet wird, um diese Farbe zu bilden. Ja. Das sind mal alle Farben, die möglich sind beim Hive oder beim PowerChip, ja, unter im Videomodus. Das unterscheidet sich zwischen Videomodus und VR-Modus. Oder es gibt ja sehr viel, da es nur Software ist, gibt sehr viele Farbmodis. Ja. Man muss dazu sagen, das sieht natürlich ganz gewaltig aus. Man kann jetzt natürlich nicht jede Farbe für jeden Pixel einsetzen. Ja. Also man kann hier eine Farbe definieren für so eine Kachel, eine Vordergrund- und eine Hintergrundfarbe. Und hier sind mal die Kacheln einfach so belegt. Also man kann es nicht wahlfrei für jedes für jeden Pixel machen. Das geht nicht. Dafür steht nicht der Speicher zur Verfügung. Ja. Aber so ein schönes kleines Ding. Ja. Hier haben wir dann die Schwarz-Weiß, den Graukeil quasi. Hier sind hochgesättigte Farben, ja, mit voller Sättigung. Und hier haben wir dann die ganzen Abstufen. Ist ein nettes kleines Demo, arbeitet auch mit dem Graphics-Objekt, welches dann diese Objekte zeichnet. Das sind halt so Funktionen, die man wirklich verwenden kann, ganz einfach verwenden kann, wenn man hier im Quelltext mal reinschaut. Ja, wenn wir hier schauen, das hier ist, hier kommt diese Hauptschleife, das Bild wird also bei jedem Bilddurchlauf neu aufgebaut. Ja? Und hier wird es in unserem Schreibpuffer gelöscht. Hier schreiben wir die Farb-Color Samples. Weiß ich jetzt nicht. Das sind die von 0 bis 15, das ist der Balken hier oben, diese gesättigten Farben. Ja. Hier haben wir zwei verschachtelte Schleifen, welche dann dieses Rechteck mit den ganzen Farben zeichnet. Ja, also wir haben hier eine entsprechende GR war unser Graphics-Objekt, Color-Anweisung, welche die entsprechende Farbe festlegt. Und dann haben wir eine Graphics-Plot-Anweisung, welche dann einen Punkt zeichnet, der halt diese Größe hat. Ja, also die Anweisung von dem Graphics-Objekt ist so variabel, dass ich auch die Punktgröße bestimmen kann. Ne? So, und hier unten haben wir dann nochmal eine Schleife. Dort werden von 5 bis 10 unsere Monochrom, unsere Graukeile quasi gezeichnet. Ja? So, und dann kommt hier unsere Mausabfrage. Ja, wir sehen hier, Maus-Delta wird von unserem Maus-Objekt abgefragt und dann wird ein Pixel Sprite gezeichnet, welcher dann unser Mauszeiger ist. Ja. So, dann wird die Mausposition hier noch gecheckt und dann wird hier unten, beziehungsweise hier werden dann die in dem Bereich der Text angezeigt, welcher dann erscheint, wenn man hier mit der Maus irgendwo drüber fährt mit der Farbanzeige. Ja. Also hier wird dieser, und diese Textanweisungen sind, wie man das sieht, hier recht variabel. Man kann die Textgröße anpassen. Ja. Wie wird das mit dem Rahmen gemacht? Das wird einfach zweimal übereinander gezeichnet. Ja, einmal in weiß für den Hintergrund und einmal mit der entsprechenden Farbe im Vordergrund. Ja, damit sich das ein bisschen abhebt. Ja, kann man so ein bisschen drin rumbasteln und einfach mal hier was verändern, was schauen, was sich dann am Programm ändert. Ist was zum Experimentieren. Schön gemacht und man sieht, dass es auch ganz einfach und durchschaubar programmiert ist. Ja, nichts, was man hier nicht irgendwie an einem lustigen Nachmittag ergründen könnte. Ne? Gucken wir mal ins nächste Demo. Mit den Tests sind wir ja jetzt soweit durch. Ja, als nächstes Demo habe ich gedacht, Mensch,
jetzt bräuchten wir noch mal was Schönes, irgendwie ein kleines Spielchen oder irgendwas, aber da fiel mir da nichts so richtig ein. Ich habe hier ein Spiel rausgesucht, das nennt sich Click-In. Das stammt nicht von mir. Das ist ja aus dem amerikanischen Forum. Unser Ziller hat es angepasst an den Hive. Da es ohne Sound ist, läuft es natürlich blank im Bellatrix. Ja, das ist das Wunderbare, wenn man nachher, das Programm nachher ist auch selber enthalten in der Gamebox, die im Download-Bereich auf der Webseite zu finden ist. Und dort ist dann aber auch ein Regnatix-Code dabei. Wozu wird dieser Regnatix-Code gebraucht? Der wird bloß gebraucht, um das Programm zu laden dann nach Bellatrix. Mehr passiert dann da nichts. Nicht, ne? So, wir haben hier eine Startanweisung. Ich hole mir das mal rein. Ich will jetzt hier bei dem Spiel gar nicht so sehr auf den Quelltext eingehen, weil es doch recht umfangreich ist. Ja, Clickomania-Klon, das ist ein Clickomania-Klon. Ich kenne das Spiel gar nicht. Aber es erschließt sich einem sofort, wenn man es hier spielt. Das ist ganz nett gemacht. Man sieht, es sind ein Haufen Objekte drin für Maus, für Keyboard, Numbers und Zufallszahlengenerator und dann eine entsprechende Grafikkarte und so weiter und so fort. Ja, also es geht hier schon ganz schön lang hin. Ich schiebe es einfach mal rüber, das muss man sehen. Ist es was, ja, um sich ein bisschen zu entspannen, wenn man mit den Nötarbeiten fertig ist. So, da kommt eine kurze Erklärung. Ich drücke einfach mal die Maustaste, dann geht's los. Es soll wohl auch irgendwie mit Tastatur gehen, ich weiß es nicht, aber wir wollen ja eh unsere Maustaste. Also es geht darum, dass man dass gleichartige Felder kollabiert werden. Also wenn ich hier zum Beispiel hier unten auf das Blaue klicke, kollabiert das ganze Blaue. Und man muss so dieses Feld abräumen mit möglichst wenig Klicks, ne? Und das kann man hier machen, indem man hier immer mehr Dinge hier zusammenschließt. Ich bin da wahrscheinlich nicht sonderlich gut drin. Ist ein nettes kleines Logik-Puzzle-Spiel. Ja. Kann man sich mit beschäftigen. Da kann man auch mal gucken, wie es programmiert ist. Also so eine kleinen Games gehen jetzt schon natürlich mit unserem Bellatrix-Chip. Ja, da kann man schon eine ganze Menge machen. Ja, noch ohne Sound, weil ja unser Sound nachher Administra liefert. Ja, ich habe erst überlegt, ob ich vielleicht Boulder Dash hier nehme, was ja auch ein sehr schönes Game ist, aber dann wäre es ohne Sound. Ja, und wir haben ja eigentlich eine schöne Version mit Sound. Und das ist so ein bisschen was Statisches, was auch an sich von der Game-Logik relativ einfach aufgebaut ist. Ja. Gut, ich will es dabei belassen. Könnt ihr selber ergründen und experimentieren. Ich habe noch ein letztes Demo. Das ist das Demo Matrix. Wir hatten das schon mal kurz in der Einleitung. Wieso habe ich das da zweimal? Jetzt muss ich noch mal gucken. Da habe ich jetzt wahrscheinlich einen kleinen Fehler. Ach so, ja, gut. Ändere ich nachher noch. Das dient mir so ein bisschen als Überleitung. Ich schiebe es einfach mal rüber. Was macht's? Wir hatten es schon in der Einleitung gesehen. Es startet quasi zwei Grafikkarten. Ja? Und zwar eine VGA. Ich habe gesehen, in dem Einleitungsvideo hat man es nicht so richtig gesehen, weil es ein bisschen dunkel ist und aus der schrägen Position sieht man das hier nicht. Das ist hier so ein Matrix-Bildschirm, ja, der unter VGA läuft. Und gleichzeitig gibt er auf Video so eine Farbbalkenanzeige aus. Das heißt, es laufen quasi zwei Grafikkarten gleichzeitig bei dieser Geschichte. Ja? Das ist natürlich eine feine Sache. Ja? Und dieses Programmchen ist eigentlich entstanden im Rahmen eines Tutorials, eines weiteren Tutorials, was auf der Webseite zur Verfügung steht. Ich kann es ja hier auch mal laden, die Webseite. Da können wir da mal reinschauen. Weil immer wieder die Fragen kommen, ja, was sind denn das für rote Striche hier? Ja, habe ich schon E-Mails bekommen. Was für rote Striche? Das gibt es doch gar nicht in Matrix. Ich sage, hast du denn Matrix mal gesehen?
Es gibt da eine Sache, die ist rot in der Matrix. Genau, Lady in Red. Die ist gerade vorbeigekommen. Ja? So, hiveproject.de. Und da haben wir hier an der Seite einige Tutorials. Dort gibt es auch einige durchaus interessante Texte, während man den Hive aufbaut. Erstmal der Text, wie alles anfing. Geht vielleicht, ich sag's deshalb, weil es geht vielleicht so ein bisschen unter jetzt bei dieser ganzen Geschichte, weil hier auch schon so sehr viel auf dem auf der Webseite vorhanden ist. Ja. Hier beschreibe ich eigentlich, wie das losging mit dem Hive-Computer. Ja. Hier sieht man dann auch sehr viele Bilder, wie ich ihn entwickelt, was ich mir so bei gedacht habe, warum, was, wo, wie ist. Ja. Und das sind alles noch Bilder, die den Hive auf Lochrasterplatine zeigen. Hier kommen auch so ein paar Videos, den Aufbau beschreiben und wie der Bus funktioniert und so weiter und so fort. Also das ist ganz interessant. Es gibt noch einen zweiten Artikel darüber, Star Trekker. Eigentlich heißt das Ding ist Werbe Sound. Ja, dort geht es um das erste Programm, was ich auf dem Hive programmiert habe, das erste eigenständige Programm. Ja, neben der Kommandozeile und so weiter und fort. Und das war halt der Star Trekker. Den werdet ihr bald auch zu sehen bekommen auf eurem Hive. Ja. Und da beschreibe ich, wie das funktioniert, der Trekker, wie ich ihn programmiert habe, was ich da alles machen musste und wie dieses HSS-Soundsystem funktioniert und so weiter und so fort. Aber das sind zwei Texte, auf die wollte ich jetzt gar nicht hinaus mit dem kleinen Matrix-Demo. Es gibt hier nämlich noch insgesamt drei Tutorials Build Your Hive. Das ist bekannt. Das ist eigentlich genau das Tutorial, was wir jetzt hier in Videoform haben. Nochmal in Textform mit vielen Bildern, mit Abbildungen, mit Hinweisen und so weiter und so fort. Ja, wird jeder ja kennen. Und dann gibt es hier Build Your OS Bellatrix Code und Build Your OS Regnatix Code. Ja, das ist ein Tutorial, wie man so ein kleines Mini-Betriebssystem für den Hive-Computer schreibt. Und der erste Teil beschreibt dieses Bestreben nur aus Sicht des Bellatrix-Codes. Ich lade dir dieses Tutorial mal. Da können wir mal reingucken. Und wenn man jetzt soweit ist, wir sind ja jetzt quasi mit dem Bellatrix-Chip fertig. Es sind alle Funktionen für Bellatrix implementiert. Er kann VR, er kann Video, er hat zwei parallele PS2-Schnittstellen. Dann kann man dieses Tutorial loslegen. Wie man hier sieht, ne, wenn ich hier das Bild mal öffne, sieht man, das ist schon eine halbbestückte Platine. Da ist nur ein Bellatrix-Chip drauf. Genau das gleiche, was wir aktuell hier liegen haben. Ja? Nur, dass das halt eine etwas ältere Platinenrevision war. Ja, man sieht das ja hier, sieht noch ein bisschen anders aus. Aber es ist voll kompatibel. Hier ist einfach mal das Parallelbild dazu, wie das auf der Lochrasterplatine aussah. Ich habe mit dem Bellatrix-Chip angefangen und habe natürlich in der Phase schon angefangen, so ein Mini-Betriebssystem. Am Anfang ist das ja meistens nur ein Monitor, um ein bisschen Speicherbereich anzuschauen oder bestimmte Funktionen auszulösen mit Kommandos oder so weiter. Ja, wie das losgeht. Und das Tutorial zeigt das. Ja, gleich mit ein bisschen Bezügen, wo man dann sieht, hier, was weiß ich, was ist ein Mikrocontroller, ja, wie leistungsfähig sind heutzutage Mikrocontroller, die sind ja im Prinzip fast genauso leistungsfähig wie so ein 8-Bit-Computer, ja, wie so ein Atari 800 oder so was, ja. Also da gibt es hier so viele Hintergrundinformationen und das wäre ja so unser normaler Hive mit Regnatix, Administra und Bellatrix und wir haben jetzt halt in der aktuellen Bauphase so ein Teil-Hive, den habe ich spaßhalber der Bellatrix-Computer genannt. Ja, wir haben einen Propeller-Chip, ja, mit RAM, ROM, I.O. und 8 Prozessoren. Wir haben eine VGA-Schnittstelle, ja, wir haben ein Keyboard und wir haben EEPROM als Massenspeicher. Ja, und damit können wir Dinge tun. Und dieses Tutorial, das geht hier über zig Seiten, beschreibt das stückweise, hier sind dann auch Quelltextbeispiele, da gibt es auch einen Download zu und
von der einfachen Textausgabe, dem Hallo World, bis hin zur Kommandozeile findet man das hier nochmal in Textform in diesem Tutorial. Und ganz zum Schluss, dieses Tutorial, diese Kommandozeile und das Mini-OS ist dann so die Pflicht. Und ganz zum Schluss kommt dann die Kür und bei der Kür kam dann dieses Matrix-Demo raus, was wir jetzt gerade hier sehen. Ja. Jo, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr bastelt, experimentiert. Wir haben Bellatrix abgeschlossen. Nächster Schritt, nächste Haltestelle ist dann Administra. Dort wird es auch ein bisschen flotter vonstatten gehen, weil da werde ich natürlich nicht mehr das Blinken an dem Heartbeat-LED in einer ganzen Folge abwickeln, sondern in der nächsten Folge kommt Administra in Betrieb nehmen, inklusive Blink-Demo am Heartbeat-LED, Sound und SD-Card. Also diese drei Funktionen kriegen wir im nächsten Schritt dazu. Das ist schon fast der komplette Administra-Code. Ja. Also es geht in größeren Schritten jetzt ein bisschen vorwärts, aber wir wollen ja auch ein bisschen was sehen. Ja? Okay, also dann, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder demnächst in diesem Kino bei Schritt 6, Administra, Sound, SD-Card. Ciao, ciao, bis demnächst. Thank you.